Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn wir auf Reise gehen, Vacation machen, einen feinen sonnigen Tag haben im Vorher, das ist vorhin so erholen, das jetzt ein Schein. Da sind wir uns richtig frei dran. Jesus sagt uns in Johannes Kapitel 11, Vers 10, wer immer dach, jetzt, die ist nicht in dir vor, ist der kann alles sein. Aber, sagt er, wer in der Distanz sieht, die kann ein Anlass haben. In unserem geistlichen Leben ist der Dach dort, wo Jesus ist. Wie es heißt, das Licht von der Welt. Die Bibel sagt, dass die Welt in der Distanz lebt, in der Sinn lebt. Die Menschen in der Sinn, die prallen jeden Irrenswort, einer jenem anderen, machen sich jenseitig kaputt, machen sich jenseitig tot, gehen auf dem falschen Weg, haben die Orientierung verloren, weiten nicht, ob sie in einem Norden oder in einem Süden gehen. So ist es in der Distanz. Aber wenn wir nach Jesus kommen, dann wird es Dach, dann erzählen wir den rechten Weg, dann weiten wir, wohin wir gehen. Lebst du im Licht wie Jesus? Oder zweifelst du irgendwo am Distern, schleißt dir die Beine an, den Kopf an, eine Distanz, versuchst dich selbst durch im Leben zu schlonen, durch die Zanken mit anderen Menschen zu streiten, mit deinen Betternis, in Schuldgefeile. Komm nach Jesus, heißt das Licht. Barmes Vergebung, barmes Leben, barmes ewiges Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir die Distanz von dieser Welt rückkommen können in die. Du bist das Licht. Und du bist in dieser Welt als Licht gekommen. Und wenn wir uns an die holen, dann können wir alles klar sein. Dann brauchen wir nicht Angst haben, dass wir stolpern und handvollen. Weil du bist das Licht. Und bei dir ist die Klarheit in das ewige Leben. Und den nun beten wir Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp möchte die Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.